Hallo und herzlich willkommen zur 41. Bundeswertungsrichterschulung Bad Harzburg. Ja, wir hatten alle gehofft, dass wir einen Präsenzlehrgang hinbekommen, aber Corona hat uns ja wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und so ziehen wir die 1 von der 41 mal runter, nehmen sie solitär raus und dann sage ich jetzt herzlich willkommen zur ersten Video Bundeswertungsrichterschulung Bad Harzburg. Wir wollen hoffen, dass es die einzige bleibt, aber ich habe jetzt mal die erste gesagt, weil man weiß ja nie. Und durch diese Corona-Sache gehen wir ganz, ganz neue Wege. Wir müssen uns alle ein bisschen dran gewöhnen, mit Video zu arbeiten, online zu arbeiten und was natürlich die Präsenz einfach gar nicht ersetzt. Aber es ist auf jeden Fall besser als gar keine Schulung. So können Sie sich wenigstens vor den Bildschirmen eine Weiterbildung gönnen und ein wenig vielleicht Inspiration bekommen. Aber ich kann Ihnen eins sagen, ich freue mich wieder, wenn wir uns alle präsent sehen und dann ist die Atmosphäre auch wieder eine für uns schönere, für die Paare eine schönere und wir wollen darauf hoffen, dass der Impfstoff uns da hilft. So, das war die kleine Einleitung. Jetzt haben wir nämlich Horst und ich. Wir machen ja immer ein neues Thema. Wir sind ja in Bad Harzburg. Normalerweise sagen wir dort immer, nicht nur normalerweise, wir werden dort immer das neue Thema für das nächste Jahr bekannt geben. Ja, jetzt haben wir uns unterhalten, der Horst und ich, und haben beide sofort gesagt, Corona wird uns unser tolles Thema nicht kaputt machen, weil wir haben ja im vergangenen Bad Harzburg Inspiration durch Musik vorgestellt und haben es ja tatsächlich nur in Bad Harzburg referiert. Aschaffenburg ist ausgefallen, Bremen ist ausgefallen, das heißt also, wir beide sind zu dem Entschluss gekommen, wir machen das Thema Inspiration durch Musik auch im nächsten Jahr, weil wir wollen nicht, dass so ein super tolles Thema diesem blöden Virus zum Opfer fällt. Und wir sind einfach der Meinung, es ist das wichtigste Thema, was wir fast hatten. Ja, Technik ist auch immer wichtig. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist die Musik der Ursprung unseres Tanzens. Ich habe mal gelernt, Tanzen heißt Musik in Bewegung umzusetzen. Aber dafür muss mir natürlich die Musik auch wichtig sein. Und wir wollen Sie alle, also jetzt ich in meiner Lecture, aber alle anderen Referenten auch, ein wenig mehr sensibilisieren auf Sachen in der Musik, die Sie dann als Wertungsrichter hoffentlich bei den Paaren sehen und auch hoffentlich honorieren, wenn Sie sie sehen. Viele dieser Punkte, die jetzt gleich kommen, werden Sie sagen, ach, weiß ich doch alles. Das glaube ich Ihnen auch. Ich glaube Ihnen, dass Sie vieles, vieles wissen davon. Aber man macht durch Schulungen Leute sensibel, ein wenig mehr, ein wenig bewusster drauf zu achten. Ja, also wie gesagt, Technik ist auch wichtig, Technik ist ein Mittel zum Zweck. Aber die Inspiration durch Musik ist tatsächlich für uns Tänzer das Allerwichtigste. So, das ist jetzt genug der Einleitung. Jetzt will ich Ihnen meinen Tanz sagen. Ich übernehme den Wort diesmal. Letztes Jahr hatte ich den Quickstep. Da werden sich natürlich auch einige Sachen von wiederholen, weil ob ich jetzt Quickstep nehme, Tango nehme und ich heute den Waltz, die Systematik bleibt oftmals die gleiche. Nicht ganz immer total dasselbe, aber das Gleiche. So, was gibt uns jetzt die Musik? Musik gibt uns in allererster Linie Struktur. Die Struktur ist das, was zum Beispiel ganz besonders auch, was Sie bei dem Anfänger sehen können, ist er in der Geschwindigkeit drin. Das ist das Metrum. Ja, da hatten wir früher schon mal bei den Galeeren, ja, da saß dann einer und hat gemacht, pum, 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 ging es zum Angriff, machte er, pum, 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 pum. Das heißt also, das ist das Metrum und gibt die Geschwindigkeit erstmal nur an. Und das hat noch überhaupt gar keine Emotion und gar nichts. Also das Metrum ist die erste Struktur und so sollte jeder Tänzer erstmal hören, aha, ich befinde mich während der Geschwindigkeit und Sie als Wertungsrichter sollen natürlich erkennen, ob dieses Paar die Geschwindigkeit richtig aufgenommen hat.
ob er zu langsam ist, ob das Paar zu langsam ist, ob es zu schnell ist oder ob es halt super in der Geschwindigkeit drin ist. Das zweite, jetzt werden wir schon ein bisschen spezieller, das ist der Takt. Der Takt, jetzt in Waltz, wir haben einen Dreivierteltakt, hat die Betonung auf der 1 und wenn wir dann die 4 nehmen, auf der 4. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Das ist also die Betonung. Damit hört der Tänzer und Sie als Wertungsrichter können auch erkennen, ob der Tänzer im Takt tanzt, dass er wirklich diese 1 richtig vertanzt. Nun ist es aber ganz wichtig, und das ist jetzt wieder etwas, worauf ich Sie sensibilisieren will, was wir höchstwahrscheinlich in den unteren Klassen noch nicht ganz so perfekt haben werden wie in den höheren Klassen. Eine betonte 1 bedeutet tatsächlich überhaupt gar nicht, dass wir einen Akzent in der Bewegung auf der 1 haben. Kann vielleicht auch mal sein, choreografiebedingt. Da kann schon mal vielleicht ein Akzent sein, dass man sagt, padam. Ja, das kann schon mal sein, aber in der normalen, grundlegenden Bewegung ist es nicht ein harter Akzent in der 1, um die 1 zu betonen, sondern es ist eine hohe Körpergeschwindigkeit, eine gute hohe Körpergeschwindigkeit. Die kann ich nur erreichen, wenn ich mich rechtzeitig, also 4, 5, 6, jetzt setze ich mich schon in Gang. Und dadurch kann ich eine gute Körpergeschwindigkeit erreichen, womit ich dann mit meinem Bodyweight in dieser Musik die 1 in ihrer Art und Weise betone, dass sie badam, das hören Sie dann, da hat sie sehr, sehr viel Tiefe über die 1. Und das ist wichtig. Ja, das wäre jetzt schon mal der Takt erstmal. Und ich würde auch ganz gerne das demonstrieren lassen. Ich bin da jetzt nicht mehr so gut, bin ja schon eine ganze Zeit lang vom Turniertanzen weg und deswegen habe ich heute ein Demo-Paar, worauf ich mich sehr, sehr, sehr freue, dass Sie mir helfen bei dieser Lecture, weil es ist ja gar nicht so einfach, jetzt gerade im Moment in dieser Zeit auch Paare zu finden, die jetzt in der Gelegenheit sind, Trainern zu helfen oder Referenten. Das Paar, was ich jetzt hier heute habe, ist 4-mal deutscher Meister der Amateure. 1-mal deutscher Meister der PD-Standard. 1-mal deutscher Meister für die Showdance. Das sind die deutschen Titel. Dann sind sie weiterhin Weltmeister und Europameister der Amateure. Und 3-mal Weltmeister in Showdance Amateure. Und da werden Sie ja schon hören, Showdance, da kann man seine eigene Musik benutzen. Das ist, da kann man sich ausleben. Das ist natürlich eine schöne Sache, seine eigene Musik mitzubringen. Und 3-mal Weltmeister zeigt natürlich, dass Sie in diesem Thema absolut zu Hause sind und sich auch sehr, sehr wohl in diesem Thema fühlen. Und last but not least sind Sie auch noch Träger des Silbernen Lorbeerblatts. Bitte begrüßen Sie mit mir, auch wenn es jetzt vor der Kamera ist, Simone Segatori und Annette Sudol. Vielen herzlichen Dank, dass ihr mir zur Verfügung steht. Ja, also ihr dürft auch was sagen, vielleicht fragen wir auch nachher nochmal in der Lecture. Ich habe so wahnsinnig viele Lectures mit den beiden gemacht und die beiden kennen mich. Ich habe ein Konzept und dann kann das auch schon mal ein bisschen anders gehen. Ich sage immer zu den Paaren ja, hört immer gut zu, was ich sage. Es kann auch mal nochmal ein Nebenakzent kommen. Aspekt kommen, wo ich sage, ach ja, das wäre mir jetzt doch noch wichtig, zeigt das doch nochmal. Und da sind die beiden einfach voll auf mich schon eingespielt und meistern immer meine kleinen Kapriolen super. Jetzt muss ich noch eine Sache dazu sagen, jetzt haben wir das Demo-Paar vorgestellt. Aber jetzt ist etwas, worauf ich mich auch ganz, ganz besonders freue. Seit der letzten Präsidiumssitzung ist auf meinen Antrag hin der liebe Simone als Verbandstrainer ernannt worden und wird mich in Zukunft in meinem Standardteam unterstützen. Und dafür möchte ich herzlichen Glückwunsch sagen, Simone, auf gute Zusammenarbeit, aber wirklich auch Zusammenarbeit. Ich mag kontroverse Diskussionen und das erhoffe ich mir. Vielen herzlichen Dank.
So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu der Demo, was ich Ihnen gerade erklärt habe. Also der Akzent ist beim Dreivierteltakt auf der 1 bzw. auch auf der 4, wenn wir bis 6 zählen. Jetzt möchte ich gerne, dass Simone und Annette das mal einmal erstmal falsch demonstrieren. Das heißt, sie werden sich ein wenig knapp in Bewegung setzen, also spät, und dadurch auch einen sehr harten Akzent in den Schritt und in die Bewegung reinsetzen. Das ist das, was wir nicht wollen. Dass Sie das einfach nur wissen, das sollen Sie einfach mal sehen. Ich weiß, wir sollen nicht zu viel schlechte Sachen zeigen, aber ich finde, man muss auch mal einen Vergleich haben. Wie sieht es denn aus, wenn es denn nicht so gut ist? Sagen wir es mal so rum. Und wie sieht es aus, wenn es dann hinterher wirklich richtig gut ist, wenn es gut gemacht ist? So, jetzt würde ich Simone und Annette mal bitten, einmal mit Musik. Wollt ihr von hier anfangen oder von da? Wo wollt ihr hin? Wollt ihr vorne? Dann gehe ich jetzt mal aus dem Bild. Eine Demonstration mit hartem Akzent. Das heißt, das ist jetzt nicht so schön. Schauen Sie wirklich mal hin, also diese Musik hat jetzt keinen so harten Akzent. Also ich wollte jetzt auch nicht die unmöglichsten Musiken hier nehmen, damit man das extrem hört. Aber Sie können schon hören, Bahnen, da ist die Betonung. Und da konnten Sie auch wirklich schon voll sehen, pum, da haben Sie beide richtig reingehauen. Nochmal bitte von der anderen Seite, damit wir einfach mal einen Perspektivenwechsel haben. Viel Spaß dabei, ihr beiden. Weil das ist etwas, so wollen wir es nicht haben. Also wenn Sie so etwas sehen, dann ist das kein gutes Betonen der Eins, sondern ist einfach ein falsches Betonen der Eins. Jetzt gucken wir uns mal die schönere Version an. Das heißt, die beiden werden sich rechtzeitig mit ihrem Bodyweight in Gang setzen und dadurch werden sie eine Körpergeschwindigkeit produzieren, womit diese Da-da-dam, diese Eins, diese tiefe Eins mit einer dynamischen Ruhe gezeigt wird. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Einmal wieder von dieser Seite hier rein. Dass da eine gewisse Ruhe drin ist. Die beiden müssen sich hier, das muss ich Ihnen jetzt einmal ganz kurz sagen, auf ungefähr 5 Meter in der Breite limitieren, damit wir das schön draufkriegen mit Füßen. Sonst hätten sie höchstwahrscheinlich noch ein bisschen mehr Drive drin gehabt, aber wenn sie ein bisschen mehr Drive machen, dann sitzen sie in der Wand. Also, aber ich denke, man konnte es trotzdem super, super, super gut erkennen. Und das machen wir jetzt noch mal einmal von der anderen Seite. Thank you.
sitzen oder ihr könnt auch stehen, das müsst ihr jetzt selber entscheiden. Also, sehr, sehr gut zu sehen, dass die Betonung eigentlich durch eine Weichheit, durch eine Ruhe und Tiefe eher gemacht wird, als durch Akzente. Wie gesagt, in Choreos kann es durchaus auch mal ein Akzent sein. Das wollen wir gar nicht sagen, dass das nie möglich ist, aber nicht in den Grundbewegungen. So, wenn wir uns aber jetzt mal die unteren Klassen mal anschauen. Ich weiß, wir sind alle Top-Wertungsrichter, das ist eine Top-Wertungsrichter-Schulung, aber wir werten ja auch schon mal durchaus untere Klassen. Da ist es tatsächlich wichtig, dass diese unteren Klassen, und das mache ich ja ganz gerne bei dem Thema Musik, habe ich ja auch im Quickstep letztes Jahr gesagt, die Musikleute, die müssten geschult werden, die Musik machen. Weil es ist manchmal, in den unteren Klassen sind Musiken, die können die gar nicht so gut hören. Und das kann man auch von einer D- oder C-Klasse und vielleicht sogar bei einer B-Klasse, weil die sind ja wieder mit neuen Choreos beschäftigt, die kriegen ja alles mal neu und noch einen neuen Tanz dazu. Die wollen wir ja nicht überstrapazieren. Und wenn die den Taktschlag 1 natürlich in der Betonung hören, aber trotzdem noch 2, 3, immer in der Musik zu hören ist, nicht unbedingt extremst primär, aber es muss immer für den Anfänger hörbar sein. Das heißt also für sie auch wichtig, die werden anders ausschwingen als Anfänger, als DC-Klasse, als hinter eine A- und S-Klasse oder eine hohe S-Klasse und Profis. Ja, die haben ganz anderes Gehör schon dafür. Die brauchen diese 2, 3 nicht. Und da wollte ich Ihnen genau diesen Titel, den ich gerade schon hatte, noch einmal zeigen oder hören. Zeigen kann ich mir ja schlecht. Hören Sie sich mal an. Ich versuche Ihnen jetzt immer mit meinen Händen eine Demonstration zu geben. Das ist das Vorspiel, das Intro sozusagen. Ja, so ein langes Intro hören wir jetzt schon. Können das hören. Live ist das natürlich immer ein bisschen leichter. Da kann man sagen, mach mal die Musik ein bisschen lauter, damit es alle hören. Aber ich hoffe, Sie haben dieses Bumm, Ting, Ting. Also es war da drin. Und das wäre tatsächlich wichtig für die unteren Klassen. Bei höheren Klassen, also wie gesagt, eine A-Klasse sollte das können. Die werden es vielleicht noch nicht perfekt können, aber eine S-Klasse, die muss es können. Die hören die 1 klar. Bei der 2 hören sie meistens auch nur ein Ausschwingen und das ist teilweise in der Melodie drin. Das heißt, padam, pa. Und eine 3 fällt so hinten weg. An manchen Stellen hört man auch tatsächlich noch padam, pa. Tick. Da kommt dann nochmal einer. Will nicht ausschließen, dass nicht mal auch die 3 hörbar ist. Aber in den meisten Fällen wollen wir guten Tänzer, und das sollen sie als Wertungsrichter auch honorieren, den Akzent auf 1 haben, also diese Betonung auf 1, aber ansonsten die Melodie auch hinterher zu vertanzen und nicht die Schläge mehr, weil das wäre viel zu mechanisch. Da muss ich jetzt mal ganz kurz schauen, da sind wir in diesem, lalala, da haben wir, das ist dieser Titel. Da haben wir das Intro, auch wieder 8 Takte. Meistens sind es 8 Takte. Dann hören wir das Metrum und auch schon den Takt. Ein bisschen Stimmung. Ja, den Einsatz hat sich genommen. Und ansonsten ist da ein Filler. Wie gesagt, alles auf dem Video rüber, was so an Musik tief da drin ist. Und das ist das, was wir bewerten sollen. Dass irgendwo die Energie der Musik vertanzt wird und nicht mehr in den höheren Klassen die Schläge. So, jetzt gehen wir in die nächste Struktur, die kleine Phrasierung. In der kleinen Phrasierung haben wir die 1, 2, 3. Das ist der Fragetakt, der aktivere Takt und die 4, 5, 6,
den Antworttakt, den inaktiveren. Inaktiv heißt nicht, dass ich energetisch auf Null schalte, aber einfach auch emotional vielleicht anders vertanze als den aktiveren. Es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass Paare, das muss ich gestehen, erwarte ich teilweise echt schon von den unteren Klassen, dass sie das hören, dass wir einen aktiveren Teil haben und einen inaktiveren Teil. Das heißt also, ich muss energetisch auch als Wertungsrichter das erkennen können, ob ein Paar noch richtig in der Musik angefangen hat, beziehungsweise, selbst wenn es falsch angefangen hat, dass es dort die Energie vertanzt. Ja, es kann mir ja durchaus mal passieren, dass ich meine Choreo angefangen habe, hat alles prima geklappt. Und dann passiert mir irgendwo, ich muss im Turnier ausweichen, muss stehen bleiben, weil da einer ist. Und jetzt komme ich als Paar in den versetzten Teil. Ist ja kein Problem, wenn ich es dann so in der Musik vertanze. Ja, und wenn ich das natürlich dann anders vertanze, wäre es blöd. Jetzt habe ich hier einen Titel von Simone und Annette, den habe ich nämlich auf meinem iPad, weil die hatten so einen perfekten Titel. Würdest du mir den mal bitte einspielen, Simone? Damit ich einfach mal ganz klar Ihnen das mal in der Musik zeigen kann. Ich glaube, toller Titel. Ich hatte auch einen Titel, aber dieser war deutlicher noch und viel schöner auch. Also ganz deutlich diese Helligkeit und dann wieder das, oh, das Abflachen. Das wäre eine kleine Phrasierung. Und die, finde ich, als Wertungsrichter sollten wir immer mit im Kalkül behalten. Also das muss auch drin sitzen, wenn wir Paare bewerten, zu erkennen, ob diese Paare diese Energie vertanzen. Auch hier muss ich sagen, es gibt Musiken, die sind perfekt dafür, wie zum Beispiel diese. Und es gibt aber auch Musiken, die sind nicht so perfekt. Und da habe ich einen Titel noch rausgesucht. Und ganz wichtig, den kann man, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das Lied gehört und habe sofort gesagt, den kann man auch andersrum hören, was auch kein Problem wäre. Aber hören Sie sich mal diesen Titel an. Wieder. Ja, kann man anders machen. Aber wenn ich auf andere Teile gehe, jetzt warte ich die nächste Phrasierung ab, kann ich auch sagen, genau. Also ganz witzig, da sind zwei Seelen in diesem Wort. Ja? Okay. Also das wollte ich nur mal als Beispiel geben, als Musikbeispiel. Es gibt auch Titel, die sind da sehr, sag ich jetzt mal, die haben mehrere Optionen. Es ist aber auch nicht schlimm. Hauptsache, die Paare gehen irgendwie auf diese Musik ein. Und wir Wertungsrichter sind in der Lage tatsächlich, oder sind sensibel genug dafür, dieses zu erkennen, ob da ein Paar überhaupt auf die Musik eingeht oder gar nicht oder nur Takt hört. Das wäre natürlich für obere Klassen ein bisschen wenig. So, jetzt hätte ich ganz gerne Simone und Annette nochmal für eine kleine Demo. Und zwar, da nehmen wir aber den anderen wieder. Kannst du den Titel betätigen? Oh, nee, super. Also, wir sind hier multitaskingfähig. Also wir nehmen die Demo mit der ersten Musik, die wir gerade hatten und zeigen, die beiden fangen optimal in der Musik an und werden das auch genau so vertanzen, wie sie es immer trainiert haben. Okay. Okay.
Stört die Fliege an der Wand oder es steht ihm einer im Weg. Ich meine, hier steht jetzt keiner, von daher gesehen habe ich die Fliege an der Wand jetzt gerade erwähnt. Und er träumt ein bisschen zu lange oder ein bisschen zu kurz. Ich weiß gar nicht, fängst du früher an oder fängst du später an? Du fängst später an. Weiß er noch nicht. Er weiß es noch. Ja, das ist jetzt die nächste Überraschung. Er weiß es noch nicht. Ich weiß es jetzt auch nicht. Er fängt jetzt auf jeden Fall mit Annette versetzt an. Das heißt, er fängt nicht auf der 1 an, sondern entweder auf der 8 oder auf der 2. Da lassen wir uns jetzt mal überraschen. Aber schauen Sie mal, was das... Sie werden es optimal vertanzen. Das heißt, also, es ist Ihnen zwar passiert, aber wie unterschiedlich jetzt gleich das Choreografiestück aussieht. Das sieht komplett anders aus. Das sind die gleichen Schritte, aber anders energetisch vertanzt. Bitte sehr, ihr beiden, euer erster Versuch. Stimmig. Und deswegen machen wir jetzt den zweiten, damit Sie mal auch noch aus einer anderen Perspektive sehen. Aber gefällt mir auch. Tanzen. Damit sind wir mit der kleinen Phrasierung schon durch. Ja, also wie gesagt, ich habe ja am Anfang gesagt, Sie werden bei vielen Punkten sagen, weiß ich doch alles, kenne ich doch.
ich muss ihn ein bisschen sensibilisieren, das wieder zu wertschätzen, was da so passiert in der Musik. Und zu wertschätzen, wenn es ein Paar macht. Jetzt gehen wir mal in die große Phrasierung. Ich muss gestehen, die große Phrasierung ist in einem Turnier sehr, sehr schwer durchzukriegen. Also ich werde sehr, sehr selten wirklich tatsächlich meine Choreo, zwei Phrasierungen, das sind 16 Takte, tatsächlich so am Stück durchkriegen. Aber man kann, wenn man da drin geübt ist als Paar, immer wieder zurückfinden. Und es gibt auch die Möglichkeit einer leicht versetzten Phrasierung. Das heißt, die große Phrasierung sind 8 Takte. Und diese 8 Takte haben in der Musik einen energetischen Aufbau. Das heißt also, bei Takt 1, 2 und 3 gibt es eine Steigerung. Und bei 4, ich empfinde, es flacht immer ab. Es gibt keine weitere Steigerung. Manche sagen, es steigert sich auch, aber steigert sich nicht ganz so stark. Wenn wir aber jetzt mal in diese Frage und Antwort gehen, ist es ja nur logisch, das ist der 4. Takt. Das heißt, es ist der Antworttakt, das ist abflacht. Jetzt haben wir Takt 5, 6, 7. Diese 5., der 6. und der 7. Takt, die steigern sich mehr als Takt 1, 2 und 3. Und jetzt wird es ganz spannend. Jetzt habe ich mal auch spannend gesagt. Der 8. Takt ist im Prinzip gar kein Antworttakt. Das ist eigentlich auch ein Fragetakt, weil er steigert sich noch mehr. Kommen wir mal mit der Beschreibung einer Wildwasserbahn. Ne, bei der 1, 2, 3, 4 fährt dieses Bötchen so da durch, hat schon mal die ein oder andere Kurve, die ein bisschen ist, nur bei 4. Geht's langsam zur Steigung. Ich bin schon bei 6 in der Steigung. Bei 7 wird's langsam spannend und ich kriege Kribbeln ins Bauch. Und bei 8 gehe ich über den Huckel und damit entlädt sich das. Und man wird unten nass. Sie kennen ja meine Lupenbeispiele. Von daher gesehen, lachen Sie ruhig mal am Bildschirm oder tun Sie es auch nicht. Also ganz, ganz wichtig, das sind so Steigerungen, die sollten natürlich entweder schon durch Choreografie, das ist jetzt etwas, was Sie als Wertungsrichter in Anführungsstrichen nur nebenbei mit wahrnehmen, aber das sollte in der Choreografie vielleicht schon mit verarbeitet sein, dass diese Achterphrasierung drin ist in der Choreografie. Aber letzten Endes sollten die Paare es so aufnehmen, dass sie in jeder Situation diese Energie hören. Das ist ja auch der Grund, warum ein guter Tänzer tatsächlich nach der 8 in der Phrasierung seine Bewegung ansetzt. Ja, also nicht irgendwo mittendrin. In der kleinen Phrasierung könnte ich ja rein theoretisch auch mittendrin irgendwo ansetzen. Ist für eine untere Klasse oder für eine B-Klasse, vielleicht sogar noch für eine Anfang-A-Klasse noch vielleicht ganz okay, aber suboptimal. Optimal ist natürlich in der großen. So, jetzt habe ich hier mal so ein kleines Blatt für Sie. Ich halte das jetzt mal so davor. Wollen wir mal gucken, ob das alles so zu erkennen ist. Da haben wir das jetzt noch mal visualisiert. Ja, da haben wir hier Tag 1, Question. Da haben wir es auf Englisch. 2, Answer. 3, Question. 4, Answer. Small Lead-In. Ja, das ist für mich dieses Abflachen. 5, ja, das ist immer der Rot ist ja der Takt. Question. 6, Answer. 7, Question. Und wie Sie sehen, 8, Question. Das heißt, da ist einfach nochmal mehr Energie. Lass es jetzt mal ganz kurz, damit Sie es vielleicht irgendwie für sich mal fotografieren oder Gott weiß was machen können. Viel Spaß dabei. Das war unsere große Phrasierung, womit auch die kleine Phrasierung mit erklärt ist. Und ja, jetzt gebe ich Ihnen mal zwei Musikbeispiele, wo das auch sehr, sehr schön zu hören ist. Jetzt fliegen mir meine Haare durcheinander. Wie Sie sehen, halten wir ja die ganze Zeit schön Abstand. Alles Corona-gemäß, Hygienekonzept. Und wir haben zuallererst nämlich diesen Titel. Und zwei total unterschiedliche Titel. 4 Takte Intro, hört man schon. Flach ab. 5, 6, 7.
dieser Titel. Ich zeige es Ihnen auch nochmal im anderen Titel, weil es sind zwei total konträre Titel, die wir auch nachher noch im hinteren Teil der Lecture benutzen. Für mich aber sehr, sehr perfekte Titel, um Unterschiede auch in Energien zu zeigen. Aber das System, die Struktur der großen Phrasierung ist das gleiche. Den hatten wir nämlich gerade schon mal. Der hat wieder 8 Takte Einleitung. Der ist energetischer als der andere, wobei ich den anderen auch wirklich, wirklich sehr gerne mag. Das sind zwei total unterschiedliche Waltzmusiken. So, jetzt hätte ich ganz gerne, weil jetzt habe ich ja viel gequatscht und viel vorgespielt, dass Simone und Annette hatten dazu beide Titel, ne? Oder hatten wir nur einen Titel in der Probe? Hilf mir auf die Sprünge! Ja, die kenne ich, ne? Ja, ja, ich weiß, dass ich die beide drin habe hier. Ja, stimmt, weil deswegen hatte ich noch als erstes. Also, zu dem Kenny G haben wir das Thema mit der großen Phrasierung. Und da würde ich Simone und Annette gerne bitten, ein Stück, das müssen natürlich jetzt 8 Takte sein, vielleicht noch ein Takt hinten dran, damit man dieses Entladen auch, diese Energie sehen kann. Erste Demonstration von Simone und Annette zur großen Phrasierung. Also jetzt muss ich wieder dazwischen quatschen, bevor Sie den zweiten Versuch machen, dann können Sie sich gleich mal auf die Position stellen. Entschuldigung, aber ich war jetzt gerade so begeistert. Konnten Sie, wenn Sie es gleich nochmal sehen, ist zwar die andere Perspektive, aber sowas von genial, dieser vierte Takt nach den Achsen, es steigerte sich in der 3, im dritten Takt ordentlich und dann ganz zart der vierte Takt. Und dann hinterher 5, 6, 7 die Steigung und 8 die totale Steigung. Aber dabei trotzdem nicht irgendwo halb platzen vor Energie, aber deutlich zu erkennen. Hat der super, super, super toll gemacht. Ich danke euch. Also, ein Garant, dass das mit Musik hier gut demonstriert wird. Einmal von der anderen Seite bitte, wenn es geht. Achten Sie mal darauf, was ich gerade gesagt habe. Einfach super demonstriert. Vielen herzlichen Dank, ihr beiden. Ja, das ist schon schön, ne? Wenn wir Paare haben, die anderen Trainer hatten auch sehr, sehr gute Paare. Ich weiß das von anderen. Wir mussten natürlich jetzt in der Corona-Zeit sehen, wen können wir überhaupt benutzen. Wer kann mal so eben einfach ohne Quarantäne so helfen. Und also absolut klasse. Vielen herzlichen Dank für diese Demonstration. So, jetzt kommen wir ja zu dem schönen Teil meiner Lecture. Ja, ich weiß, Sie werden jetzt auf die Uhr gucken und sagen, ja, jetzt hat sie wieder nur 15 Minuten. Ich weiß, zur Not machen wir auch wieder eine Minute mehr oder zwei, es ist mir ganz egal, das mache ich auch in der Live-Lecture. Aber das, jetzt kommt eigentlich das Schöne im Tanzen. Also, wir haben jetzt das ganze Strukturelle durchgesprochen. Diese Struktur müssen wir als Wertungsrichter kennen. Und die müssen die Paare kennen und die Trainer logischerweise auch, die mit den Paaren arbeiten.
um überhaupt jetzt in der Art und Weise künstlerisch zu werden. Also ohne diese Struktur, das ist wie bei einem Pianisten, der muss seine ganzen Etüden machen, seine ganzen Fingerübungen und alles Mögliche. Und dann kann der hinterher vielleicht freie Interpretation eines Musikstücks machen. Aber wenn er die Grundlagen nicht hat, wird er dieses nie erleben. Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Sache. So, was gibt uns die Musik jetzt außer der Struktur? Sie gibt uns Ruhe. Sie kann uns Ruhe geben, wenn wir es richtig hören. Sie gibt uns Energie. Das erkläre ich gleich noch, wo wir das hören. Und sie gibt uns Emotionen. Und deswegen, das eine Paar reagiert auf die Musik vielleicht von dem Kenny G, den wir gerade hatten, ein bisschen mehr und sagt, oh toll, toller Titel. Wo ein anderer sagt, also der gibt mir jetzt so verdammt wenig. Und der andere auf diesen anderen Titel, Fortress heißt der, glaube ich. Das ist, glaube ich, ist das Italienisch, Fortress? Nee. Ja, Französisch. Französisch. Ja, für mich ist das Spanisch, Französisch, das ist so alles eine Region. Also auf jeden Fall, das ist ein ganz anders energetischer Titel und das eine Paar springt auf den einen Titel an, das andere auf den anderen und Sie als Wertungsrichter höchstwahrscheinlich auch. Ja, Sie haben ja auch einen Geschmack, aber dennoch muss man einfach wissen, wo höre ich was in der Choreo. Das bringen wir Trainer den Paaren bei, aber das müssen Sie als Wertungsrichter natürlich auch wissen, wo höre ich hin, wenn ich mir die Choreo angucke. Habe ich also eine Choreo mit ruhigen Teilen, also eine Rechtsdrehung 1, 2, 3, vielleicht auch eine offene Rechtsdrehung, zweiter Teil 1, 2, 3, dann bin ich deutlich eher in der Musik im unteren Teil unterwegs. Ich zeige Ihnen das gleich noch. Bin ich in Geschwindigkeiten wie Achsen, Double Reverse Spin, Telemark, Telespin könnte man zum Beispiel erstmal ruhig ansetzen, aber mit Geschwindigkeit aufbauen. Geschwindigkeiten höre ich sinnvollerweise oben in der Musik. Unten höre ich die Ruhe, also auch Sie Wertungsrichter. Hat dieses Paar die Ruhe vertanzt oder hat es nicht die Ruhe vertanzt? Und genauso die Geschwindigkeiten. Ich habe dafür, also wenn ich zum Beispiel Ruhe unten höre und ich nehme das jetzt für eine schnelle Variation und höre nur unten die Ruhe, dann wird das eher schwerfällig. Und das wäre natürlich ein bisschen bescheuert für schnelle Sachen. Und wenn ich Dynamik höre, will ich das ja oben hören. Und wenn ich aber nur oben höre, das ist übrigens die Diskrepanz zwischen Mann und Frau im Paar. Also die hatten der Oliver und ich auch immer, das muss ich mal einmal kurz einwerfen. Der Oliver hat immer zu mir gesagt, du bist zu schnell. Und ich habe gesagt, du bist zu langsam. Ja, wodurch kommt das zustande? Der Herr ist in erster Linie für den Takt da unten zuständig und der muss erst sehr, sehr viel da unten drin. Und wir Frauen, wir sind das emotionale, der emotionale Part und hören da oben da da di, da da da, da di da 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 da, wo der andere hört da da bum. Ja, und deswegen, da kommt manchmal auch in den Paaren eine Diskrepanz auf, dass der eine denkt, du bist ja viel zu langsam und der andere denkt, du bist ja schon viel zu schnell. Also, wo höre ich was? Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich möchte einen Choreo-Teil von den beiden jetzt mal demonstriert haben. Sollte das gleiche Stück immer sein. Und möchte gerne, dass Sie einmal primär nur unten hören. Alle beide. Das heißt also auch in den schnelleren Aktionen eigentlich nur unten hören. Ich kann nicht sagen, dass das total falsch ist, aber ob das inspiriert durch Musik ist, ob das musikalisch ist, ist eine ganz andere Frage. Also würdet ihr mir gerne nur unten hören? Das ist auch, nachher dürft ihr auch einmal nur oben hören. Das haben wir jetzt abgesprochen, das habe ich mir heute Nacht überlegt, als ich geschlafen habe, habe ich gedacht, das könnten wir ja auch noch machen. Willst du lieber den Kenny G oder den anderen? Den anderen. Den anderen, ja, wollte ich auch. Dann sind wir uns einig. Okay, nur unten. Caché le temps, caché le temps.
alles intakt, das ist alles für eure Tanz, perfekt gemacht, alles schön. Aber nimmt mich das auf meiner Reise mit, wenn ich diese Musik höre und diese Choreo sehe? Nein, eher nicht. Sollen wir das noch von der anderen Seite einmal machen? Weil wie gesagt, wir haben bei Harzburg ja auch immer die Situation, dass wir das von zwei Seiten zeigen, weil mal sieht man den Herrn mehr, mal sieht man die Dame mehr. Und ich finde das doch schon sehr wichtig, das auch von zwei Seiten zu haben. Okay. Paare, weil sie einfach alle dynamisch aussehen wollen und nur die Energie holen und das ist einfach echt zu viel. So, jetzt machen wir, man soll ja die Buden immer zum Abschluss einmal zeigen. Die machen wir, würden wir jetzt tatsächlich einmal streichen, wenn ihr euch eure Lieblingsrichtung aussuchen. Ja, also jetzt zeigen die beiden das perfekt. Na, perfekt haben die beiden gesagt, soll ich nicht sagen, weil perfekt gibt es nicht. Dann nennen wir es mal so. So schön, wie es eben geht. Oh, ja, Entschuldigung, da war ich jetzt laut geworden, das war noch nicht. In ihrer guten Version, abwechselnd unten hören, oben hörend. Also die Musik perfekt auszunutzen. Schöner und schneller um von anderthalb bis zwei Minuten, als wenn man sie nur als Metrum benutzt. Wie seht ihr das? Ist es, geht die Zeit besser um, wenn man mit der Musik arbeitet? Also auf jeden Fall, und dann macht es tatsächlich Sinn. Ja. Weil ich tanze dann entsprechend zum etwas und passt. Ja, also man wartet nicht darauf, dass die Musik endlich aufhört, sondern man hat eigentlich immer eine Aufgabe. Man hält das ganz
Mach dir nicht schlecht, das ist total richtig, Annette. Ja, super. Vielen herzlichen Dank. Und im Großen und Ganzen, das, ich weiß, dieser letzte Teil, der kommt jetzt ein bisschen kurz. Aber der andere ist für Sie in der Struktur auch wichtig. Und da wir jetzt nicht live sind, wenn wir jetzt live wären, dann hätten wir drei Demopaare da, dann würde jeder zu der Musik mal seine Interpretation machen und die würden auch alle irgendwo unterschiedlich aussehen. Das ist auch gut so, aber das ist eben jetzt nicht so und dementsprechend ist dieser hintere Teil, fühlt sich an, als wenn er so wahnsinnig zu kurz gekommen ist. Aber ich denke, Sie haben alle verstanden, worum es bei Inspiration zur Musik geht. Oder durch Musik heißt es, nicht zur Musik. Inspiration durch Musik. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Wir sind hier live, wir ziehen das hier in einem durch. Und dementsprechend muss ich wirklich sagen, ich möchte mich hier bedanken bei Simone und Annette, die hier mir wirklich wahnsinnig geholfen haben, dass diese Lecture hoffentlich auch in ihrem Sinne gut verlaufen ist, gut geworden ist und sie alles erkennen konnten, was ich ihnen erzählt habe. Ich bedanke mich nochmal bei Simone Segatori und Annette Zudolf, ein Konzert und ein neuer Verbandstrainer. Danke.